Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und es wird, also die Anfangsidee war historisch zu spielen und es wird immer unhistorischer, weil wir waren zeitlich in Makedonien. Wir wurden unzeitgemäß rausgeschmissen wegen einer blöden Sezession, die uns eigentlich fast getötet hätte. Und genau, da hat mich quasi das Spiel gerettet, weil der Spielstand nicht mehr ladbar war. Und dann habe ich das so nachgespielt, wie ich es eben hier gespielt habe. Nur, dass ich meine Armeen sofort zurückgezogen habe und hier alles auf Essen gemacht habe. Und plötzlich war es von minus 60 auf plus, keine Ahnung. Aber das habt ihr ja alles gesehen. Und jetzt, letzte Runde, haben wir eine Invasion gestartet und wurden mit Glorie rausgeschmissen. Wegen zum Beispiel hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pikniere. Das ist halt heftig. Es ist halt super heftig. Wir müssen uns jetzt mal überlegen, was wir gegen diese bescheidenen Pikiniere unternehmen können. Und es ist ehrlich gesagt nicht sehr viel. An sich, ja, nee, dir gebe ich nichts. Moral gebe ich dir. Rüstung ist wichtig. Und feindliche Agenten ausweichen. Hier tummeln sich ja die Jungen rum, wie keine Ahnung. Genau. Erstmal hat der Makedonier hier extrem viel. Wieso? Wieso sagt er, dass er so viel... Oh, deswegen. Weil gleich beide Armeen... Uiuiui, gleich beide Armeen sind da. Knapper Sieg, sagt er. Sollen wir das spielen? Ich glaube, das wollt ihr sehen. Weil das... Ja, das sind 1000 gegen 4000. Ach komm. Das zeige ich euch mal. Auch wenn ich da verlieren mag... Aber genau, hier könnt ihr nochmal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lein-Panzerpikiniere. Das sind halt die super guten. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das sind jetzt nicht die Top-Dinger. Also das sind die Anfangsdinger. Aber trotzdem, es sind Pikiniere. Und ja, wenn der so dieses Cheating macht, dann überlege ich mir ernsthaft wirklich auf Artillerie zu gehen. Aber das habe ich schon gespeichert? Ich glaub schon. Aber ja, jetzt werden wir erstmal diese Armada platt machen. Meine Idee ist, mit den Katapult-Dingern erstmal hinten zu bleiben. Die Frage ist natürlich auch, wo die Verstärkung herkommt. Warte mal. Genau, hier bin ich, da ist der. Genau. Also eigentlich müssten sie von da kommen. Wenn es realistisch ist. Gut. Ich schieß mal so. So, die werden sich auch gleich aufteilen. Okay. Warte mal, die mache ich zu 2 und die mache ich zu 1. Warte. Nee, die mache ich zu 3. Die mache ich zu 2. So. Ja.
Genau. Ah, cool. Das ist ja sogar realistisch. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, der General fährt noch weiter und die Zweier, die greifen an. Das ist doch mal schön. Warte, du wirst gleich mal zweimal gebumst. Darf man das sagen? Bumsen? Nee. Schiffe wird geentert. Nee, wird's nicht. Sehr gut. Du rammst gleich weiter. Du rammst auch gleich weiter. Du rammst gleich weiter. Du gehst gleich mal hier hin. Du rammst gleich den weiter. Du rammst den. Eines unserer Schiffe wird geentert. Ja, könnt ihr gerne versuchen. Die sind besser als ihr. Du gehst dahin, du gehst dahin, der geht hier hin. Eines unserer Schiffe wird geentert. Das war halt auch die Stärke von den Römern. Weil die, also bei den punischen Kriegen zum Beispiel. Haben die eine unserer Einheiten hat ihre die Athener waren ja extrem viel die Karthager hatten ja sehr viel bessere Flotten und die Römer haben dann einfach die Seeschlacht zum eines unserer Schiffe wird geentert. Ich kann gerade nicht reden, Entschuldigung. Die haben. Ich bin gleich soweit. Du sollst nicht anpacken, du sollst anpacken und nicht parken. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ach komm, echt jetzt? Du rammst den. Alter, das gibt's doch nicht. Die wollen die nicht rammen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ja, ich frag mich warum. Ihre Freunde wollen nicht rammen. Rammen, 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 rammen. Ah, und der hat jetzt den Bug, dass er die ganze Zeit rückwärts fliegt. Ja, okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, bitte jetzt. Der rammt den nicht. Rammst du den? Die rammen sich gegenseitig, die Vollquaken. Und wo bist du? Achso. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warte mal. Jetzt reicht's mir, ne? Jetzt reicht's mir. Jetzt mache ich das halt von Hand. Achso.
Jetzt haben. Ah, okay. Jetzt haben die endlich gerannt. Ach, und du bist falsch rum? Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja. Die war hat er einfach viel zu tun. Ach, okay, super. Das ist doch mal ein Anfang. So kann man weiterarbeiten. So. So. Und jetzt geht's mal gleich hier weiter. Ja, bitte umdrehen, ne? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön. Unser General wird angegriffen. Es kann doch so einfach sein. So. Und ihr bitte mal nachfahren. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Eine unserer Einheiten okay, dann hat ihre gesamte Munition nicht verbraucht. Stehen bleiben. Danke. Jetzt halt er immer. Ich wollte eigentlich, dass du rückwärts fährst. Das können die eigentlich. Eines unserer Schiffe wird geentert. Du machst jetzt. Was machst du jetzt? Bleibst einfach stehen. Na gut. Achso. Sehr schön. Das ist schon mal ein guter Anfang. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Nein, tun sie nicht. Das ist ein schändlicher Angriff. Es ist halt bei den Schiffs. Bei den Schiffsschlachten ist es halt wirklich oft Glückssache. Ob die das checken, dass sie halt jetzt rammen sollen oder nicht. Naja. Die beiden sind, die drei sind weg. Und die anderen sind noch da. Verloren haben wir 500, getötet 1000 und das Meer hat 4000 geholt. Okay. War auf jeden Fall erfolgreich. Das ist die Hauptsache. Das ist halt bitter. Also die beiden 6000 bekomme ich dafür. Geil. Also, eigentlich könnte ich die jetzt. Warte, Apollonia? Nee, ja. Die hat noch nichts. Ja. Nice. Und die bekommen jetzt alle ein Update. Super. Seehandel. So. Die da kann ich nicht mehr bewegen. Ja, doch, eigentlich schon. Okay, dann bewege ich dich mal dahin. Weil die da kann ich noch. Die da kann ich. Ah, hier habe ich ja Gladiatoren in rein. Und nächste, das ist so krass. Nächste Runde kann ich hier schon eine Legion ausheben. Beziehungsweise habe ich dann. Okay, also. Ich muss mal kurz schauen. Wieder benenne ich dann anders, weil die ist jetzt Legion 14. Legion 6 habe ich.
Ah, die ist da drüben. Legion 2, 3 ist da unten. 4, 5. Okay, dich muss ich umbenennen. Du bist 7 oder ja, machen wir mal 7. Gut. Ja, die bekommen beide nichts. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir dann endlich mal wirklich Griechenland unterwerfen. Aber, also, in Stadtkämpfen sind halt die... Ja, jetzt mach ruhig. Guter Typ. Guter Typ. Cool. Nee, also in... Oh. Natürlich kommt jetzt da noch eine zweite, ne? Die hat... Ja, nee. Da gehe ich mal zurück. Ich warte auf die vierte... Also, ich warte, dass die vierte und die fünfte Legion zusammen ist. Weil... Ja. Jetzt hat der schon wieder so eine Fullstacker. Ich glaub's ja nicht. I don't believe it. Dies ist keine unüberlegte Bitte. Doch die Götter wollen es so. Ein Angriff auf dieses Volk würde uns helfen. Ja, aber mir gerade nicht. Ich habe hier gerade alle Hand zu tun, auch wenn ich da drüben zwei Fullstack habe. Seid ihr gewillt, einen Angriff? Oh ja, bei den. Nein. Die anderen haben mir sogar noch Kohle gegeben. Wenn ich das jetzt angenommen hätte, hätte ich ja da drüben auch. Nee. Das hätte keinen Sinn gemacht. Einsatz von Söldnern. Nein. Feind verwundet. Das ist gut. So. Jetzt will ich hier mal hier. Ich kann hier noch. Ja, das sind alles so Newbies. So, das da ist jetzt die 500. Ich weiß halt jetzt nicht. Warte mal. Das ist eine Fullstack mit 2, 4, 6, 7. Schon wieder 7 Pikniere. Und die haben auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mindestens 6 Pikniere. Ach, das nervt doch. Dann mache ich hier mal die Forschungsrate höher. Du marschierst mal jetzt hier hin. Ja. Du baust dir jetzt auch mal eine Legion auf. Oh, da ist halt jetzt keine Legion mehr, aber das ist mir gerade wurscht. Noch. Wer ist gerade denn hier drüben mein Feind? Niemand. Okay. Wie alt ist mein Diktator? 63. Familienoberhaupt. Achso, der ist angeheiratet. Du bekommst dann bitte viele Kinder. Das ist gegen
brauche irgendwas gegen Agenten. Ja, ne. Schüsse pro Minute. Öffentliche Ordnung. Okay, dann machen wir die Schüsse. Schlaf. Wow. Cool. 5 und 3. Komm, jetzt macht halt Kinder. Ihr habt plus 35 auf Kinder bekommen. Da muss doch mal was gehen. Ach. Ich brauche neue Nahkampfeinheiten. Dann greife ich hier mal an. Schau, Schutzstellung. Da greift er nicht so aggressiv an. Und Schutzstellung ist halt das Perfekte für seine Pikiniere. 84. Alter, ja, okay. Zwar davon nicht wirklich was. Echt jetzt? Wie viele Runden brauche ich noch? Und für was? Ach, noch 2 Runden? Ja, da kann ich ja kurz Tester machen. Ja, okay, Tradition bekommst du schon. Warte, was bekommst du hier? Nee. Hier. Nahkampfabwehr für alle schweren Infanterieeinheiten. Das ist das, was ich gerade brauche. Super. Genau, dann schauen wir mal. Genau. Was die nächste Runde uns bringt. Also auf jeden Fall wird jetzt Sparta da, glaube ich. Ja, okay. Und die auch. Das werde ich auf jeden Fall spielen, weil ich werde da wieder... Ich meine, der cheatet ja auch mit seinen ganzen Pikinieren. Ich werde da, also die Flotte werde ich da wieder auf See lassen und ihn dann abballern. Ganz easy. Gut, aber das, ja, wobei, das zeige ich. Zeige ich das jetzt noch? Ich zeige das jetzt noch. Ist 23, da wahrscheinlich haben wir dann gewonnen, wenn, ja, in 10 Minuten wahrscheinlich. Also ich kann ja noch, nein, es ist, es regnet. Das ist doch doof. So. Die da brauchen wir gerade nicht. Die da brauchen wir nur ein bisschen. Und die da. Das ist die Hauptstreitmacht jetzt. Okay, und ihr. Warte. Oh, warte. Ich mach das so. Ich mach das so. Hahaha. Genau. Ja, wobei, mit denen... Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ich könnte mit denen auch landen. Und dann... Ja, nee. Das passt schon so. Wir verlieren Boden. Hä?
Alter. Der hat gesessen. Warte, ich mach mal automatisch schießen aus. Wieso sind die eigentlich so weit vorne? Männer wanken. Eure Befehle? Zerstückelt sie! Unsere Geschütze erwarten eure Befehle! Für die Götter! Ja, komm, angreifen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Naja, geht so. Also ein verständlicher Anblick. Ganz so rückwärts raus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Warte mal. Achso. Das ist ja kein Katapult. Da. Blöde Pikniere. Alter. Die Armen. Die Frage ist, ob ich so lange... Ja doch. Also wegen der Munition. Ja, es sieht noch ganz gut aus. Ich muss mich wirklich auf die Pikiniere fokussieren, weil wenn ich dann wirklich keine Munition mehr habe, muss ich halt ja mit meinen Nahkämpfern wirklich ja, landen. Und gegen die Hopliten kann ich sehr gut gewinnen, aber nicht gegen Hopliten. Pikiniere. So, warte mal. Geht's dir noch gut? Warte mal. Du gehst auf die Pikiniere. Hopliten. Pikiniere. Pikiniere. Das sind alles Pikiniere. Nein, du schießt doch nicht auf den. Die Pikiniere, bitte. Wohin gehst du? Bist du beschnappt, lieber? So. Unsere Geschütze erwarten eure Befehle. Artillerie erwartet eure Befehle. Ich greife schon nicht ihn an. Warte mal. Nein. Befehle. Mann, helfe uns!
Schiffe bereit. Die Römer sind bereit. Das ist gerade ein bisschen blöd, dass die nur so wenige hier sind. Ich lande mal kurz, vielleicht lockt es die ein bisschen weiter her. Ein bisschen langweilig ist das schon, ne? Oh mein. Ah, das sind Helden. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, das ist ein schändlicher Angriff. Soll ich die mal landen? Ich bin mir nicht sicher. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil an sich. Die gesamte Einheit ist umgekommen. An sich könnte ich das schon schaffen. Vor allem, wenn ich mich hier aufstelle. Ja, komm. Schiffe zu euren Diensten. Ich hol dir von hier drüben. Die kommen hier hin. Der da geht hier hin. Ja. Das sind Pikiniere. Die wollen ja wirklich beschossen werden, ne? Ja, jetzt bewegen sie sich. Jetzt bewegen sie sich. Sind echt zu dumm zu fahren, oder? So. Die rammen sich jetzt gegenseitig. Sehr schön. Das war schon echt nicht schlecht. Nein, nee. Nicht schießen. Legionäre brauche ich noch eine. Der geht jetzt komplett aus der Stadt raus. Das könnte meine Chance sein. Ich geh mal hier hin. Die da gehen mal hier hin. Also wenn sie noch schaffen irgendwie. So, lauf. Warte, nee, das mache ich doch nicht. So, ihr
trifft wieder. Mal ein bisschen weiter hier hin. So. Alle bitte auf die Leinpanzerpikniere. Feuer frei. Schön. Legionärkohorte! Nahkampftruppen! Auf den Angriff vorbereiten! In Schildkrötenformation! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Los, let's go. Jetzt einmal in den Rücken schön. Wie sieht es mit der Munition aus? Nicht mehr ganz so gut. Okay, warte. Hier schieß mal dahin. Hier schieß mal dahin. Hier schieß mal dahin. Das sind halt so viele. Und die sind, glaube ich, zu weit weg, ne? So schlecht ist das gar nicht. Warte, welche sind wir da hinten zuständig? Das ist der da. Und der. Warte. Das sind die drei, oder was? Ja, das sind drei. Okay. Wieso wankt der eigentlich? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Macht er seinen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sein Ansturm. Hm.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Warte, jetzt schieß ich mal. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Allein Panzerschwertkämpfer. Okay, das war's jetzt. Dann hoffe ich, dass ich die hier noch genügend demoralisieren kann. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Okay, wo sind die Pikiniere? Da sind zwei. Ja, einer. Da. Da. Königliche Peltasten. Rückwärts schießen tut's nicht so gut, oder? Na. Komm, nochmal schön reinfeuern hier. Come on. Okay, sie wanken schon. Das ist schon mal was. Ich brauche den einen eigentlich. Unser General wird angegriffen. Ja, jetzt. Warte, ich zieh mal den einen ab. Wir haben nicht so viele Dinger Munition, dass wir einfach stumpf drauf losschießen können, ne? Wow. So, jetzt mache ich nicht mal platt hier. Alter, ich habe gar nichts gemacht. Oh, der war gut. War schlecht. Also ganz in Ordnung. Stellt euch mal gescheit wieder auf. War auch ganz gut. Der war eine Neue. Hm.
sehr schön. Das war auch gut. Der war super. Warte, wie viel hast du noch? Ja, kaum was. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Worauf schießt ihr denn? Ah, das ist jetzt blöd, dass ich keine Munition mehr habe. Das war das letzte Mal, ging das besser. Komm schon. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Tja, dann werde ich wohl das hier jetzt doch verlieren. Hier nicht. Die wollen nicht feuern. Halt mal. So, jetzt hat, oder? Genau. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schade, schade, schade. Dann gehe ich mal hier rüber. Ach komm, den kannst du doch platt machen, oder? Wo steht denn der General? Ja, wo steht er? Ne, das ist der Träger. Das ist doch schön. Wisst ihr, was lustig wäre? Wenn ich jetzt einfach das wieder erobern würde. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Hä, wo denn? Hä? Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Weil ich, okay. Weil ich die an Land getan habe, oder was? Nee, was ich gerade sagen wollte, ist, es wäre lustig gewesen, wenn ich das jetzt kurz vor Schluss erobern würde. Und dann verliert er deswegen. Aber das wäre ein bisschen langweilig. Schade, schade, schade. Lagerungsauto!
Artillerie! Kümmert bereit, ihre Pflicht zu tun! Artillerie erwartet eure Befehle! Unaga! Feuertaffen bereit! Wir erwarten eure Befehle! Sieg! Kampfschütze, bereit zum Angriff! Komm, den nehme ich jetzt noch mit hier. Das wird auch gelacht. Kommen die noch her. Und dann geht's endlich zum letzten Kampf. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ach, das geht schon. Ach, das ist so einer. Geil. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Artillerieschiffe bereit. Durchbrecht die Linie. Steinwerfer. Durchbrecht die Linie. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, jetzt der letzte Kampf hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Na, no, oder auch nicht. Ich dachte, der hält da mehr aus. Unsere Männer fliehen vor unser General ist gefallen. Naja, aber 300, 200, 2. Passt schon. Aber jetzt muss ich schon wieder eine neue Flotte aufstellen. Ah, das mache ich dann. Das hat jetzt. Das war, hat jetzt eine halbe Stunde gedauert. Alter. Okay, dann. Ich werde das wahrscheinlich dann ein bisschen kürzen. Gut. Wie viele Armeen der jetzt hat, ne? Ein bisschen heftig. Okay, dann. Nee. Ja, okay. Dann mache ich es automatisch. Frieden ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen von Ehre und Ruhm. Doch davon habt ihr nur wenig übrig. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, jetzt aber geschwind. Danke fürs Zuschauen. Ich glaube, die nächsten Male werden wir wirklich es schaffen, Griechenland zu erobern. Ich glaube, der hat jetzt. Also ich muss mich halt jetzt sehr beeilen.
Also jetzt habe ich zwei Legionen oder Armeen von ihm auf dem Wasser zerstört und... Gold ist ein Geschenk. Ja, und du bist verräterisch, deswegen nein, danke. So, ehrenhafter Tod, Forschung abgestellt, natürlicher Tod, Landwirtschaft, Rohmaterial. Ja, Handel mache ich, natürlicher Tod, ist in Ordnung. Echt jetzt? Achso. Hohe Chance und es ist 4%. Okay. Habe ich bereits gesichert. Gut. Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sehr. Sie müssen bestraft werden!